Herzlich willkommen und hereinspaziert, hieß es am 11. Dezember zum Advent im Kloster im Stadtmuseum Saalfeld. Das ganze Haus und die Kreuzgänge waren stimmungsvoll mit weihnachtlicher Atmosphäre und Musik erfüllt. Natürlich durfte auch das neue Saalfelder Weihnachtsbüchlein dabei nicht fehlen. An den vielen Verkaufsständen wurden Geschenkartikel, Naschereien und handgefertigte Weihnachtsdekorationen angeboten. Der Handglockenchor im Kreuzgang sorgte für stimmungsvolles Ambiente. Im kleinen Saal bewunderten und staunten mit großen Augen nicht nur die kleinen Besucher über das Marionettenspiel der Puppenbühne Putschenelle. Eine große Auswahl an Kuchen und Weihnachtsgebäck, dazu eine Tasse Kaffee, wurden von den Besuchern sehr gern angenommen. Für die Erwachsenen gab es Glühwein und Grog und für die Kinder war der Schokoladenapfel so herzhaft und so lecker. Für die Kinder war die Bastelstraße ein Anziehungspunkt. Hier konnten Engel bemalt, Laternen gebaut und Marionetten gebastelt werden. Eine Märchenerzählerin zog Kinder wie auch Erwachsene in ihren Bann. Dem war Vater und Mutter gestorben und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr darin zu schlafen und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hat. Es war aber gut und freundlich. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den Winter hinein ins Feld. Der Festsaal war erfüllt mit besinnlicher Adventsmusik. Das Publikum ließ sich verzaubern von dem Kloster- und Flötenchor des Heinrich-Schütz-Hauses aus Bad Köstritz. Der 14. Klosteradvent war sehr zahlreich besucht und für die Kinder und Erwachsenen wieder einmal ein unvergessliches Erlebnis zur diesjährigen Weihnachtszeit.